bist du ja wieder. Du wunderst dich jetzt wahrscheinlich, warum die Qualität so viel besser geworden ist. Das liegt daran, dass ich nicht an meinem PC sitze, sondern am PC von meinem Freund. Danke an dieser Stelle, dass ich hier aufnehmen kann. Ich habe die Welt, die wir zusammen angefangen haben, auch einfach auf den USB-Stick draufgezogen. So, jetzt gucken wir uns erstmal um, weil das letzte Mal konntest du es ja auch gar nicht richtig sehen. Mir ist die Musik ein bisschen zu laut, ich glaube, ich mache die mal leiser. Hier ist sogar eine Höhle. Die hatte ich vorher gar nicht gesehen. Super direkt neben unserem Haus. Klasse. Es sieht aus, als wäre da hinten das Meer. Soll ich das überhaupt so bauen? Ich bin mir gerade echt unschlüssig. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich mache das wieder weg. Das kann ja manchmal cool aussehen. Ich will erst.
erzählt ihr, dass es irgendwie verschoben. Merkwürdig. Okay, ich spiele einfach mal weiter. Also ich weiß ja nicht, wie es euch so geht, aber ich finde irgendwas an den Grafikeinstellungen komisch, weil das so ein Fischaugenobjektiv hat. Seht ihr das? Ist immer noch. Wie kriege ich das weg? Immer noch. Oh, was mache ich denn jetzt? Wisst ihr was? Ich werde einfach kurz googeln und dann machen wir gleich weiter. Tada! Ich hab's geschafft. Ich weiß, woran es lag. Ich zeige euch das mal. Hier, dieses Feld war bei mir auf 100% und schaut mal, was passiert, wenn ich das ändere. Lassen das jetzt auf 75, weil ich glaube, das ist groß genug. Ja, jetzt wird mir auch nicht mehr so furchtbar schwindelig, wenn ich laufe. Das war gerade richtig furchtbar.
besonders gut. Das ist auch gar keine Kuh, das ist ein Pferd. Hä, warum sieht denn das so komisch aus? Hat das Zaumzeug an? Anscheinend nicht. Was ist denn los mit dem Pferd? Das ist ja keine Kuh. Was ist los mit dir? Voll das gruselige Pferd. Wie komme ich jetzt hier wieder runter? Ah, okay. Gut. Du bist gruselig. Oh, es riecht wirklich gruselig. Okay, ich gehe wieder weg. Noch so eins, ey. Wow, was ist los? Ich glaube, ich habe ein bisschen zu viele Stufen gemacht, aber ist nicht schlimm, ich benutze die einfach woanders. Los. Ich bin doch gerade eben schon mal da hochgekommen. So.
Es war doch nicht so unrealistisch viel, was ich an Stufen gemacht habe. Wundert mich jetzt aber. Sehr schön. So, wir machen mal ein paar Glasscheiben. Ich will noch nicht so viele machen. Okay, ich kann wohl doch alle benutzen. Okay. Das sieht doch schon mal richtig geil aus. Schön. Oh, das gefällt mir. Ich wusste gar nicht, dass ich noch ein paar Glasscheiben.
So. Kieselsteine, okay. Sah unter Wasser irgendwie komisch aus. Guck mal. Da hinten ist ein Gebirge. Da können wir ja dann mal mit dem Schiff hinfahren, wenn wir eins gebaut haben. Sieht fast so aus, als würde das Gebirge da hinten im Wasser schwimmen. Ich möchte mir das echt mal angucken. Wir machen die 64 nochmal voll bei dem Glas. Sehr gut, und jetzt zurück nach Hause. Wir haben sogar noch Glas. Okay. Wusste ich auch nicht. Sehr schön. Sehr schön. Fast fertig.
Sehr schön. Ich bin gespannt. Was ich vorher noch machen möchte, dazu brauche ich gar keine. Keine Werkbank. Oh nein. Es geht nicht, ich brauche eine Stufe. Sehr schön, macht mich zufrieden. Auf geht's. Sieht alles so merkwürdig aus, ey. Was ist das für ein Material? Oh, eine Pyramide. Oh, da gehen wir jetzt auch erstmal hin. Oh, die will ich ausrauben. Da gehen wir hin, wir sperren jetzt Tomb Raider. Neugierig, was da drin ist. So. Okay, passieren kann uns ja hier wenig, ne? Deswegen graben wir uns jetzt hier runter. Ich weiß, dass hier in den ersten vier, so gesehen, da kann man tief fallen. Da bin ich auch als erstes, als ich das gespielt hatte, tief runtergefallen und explodiert. Aber wenn man hier sich runtergräbt, dann passiert einem eigentlich nichts. Sehr gut. Okay. Zauberbuch. Federfall Teil 3. Okay. Mit Zaubern kenne ich mich überhaupt nicht aus. Aber die Sattel, da freue ich mich drüber. Weil wir haben doch auch Pferde und ich habe ja sogar schon eins gezähmt. Oh, wie geil. Das freut mich jetzt. Noch ein Zauberbuch. Behutsamkeit. Okay. Also mit Zaubern kenne ich mich echt überhaupt nicht aus. Also, ich weiß nicht, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Wahrscheinlich gut. Ich denke schon, dass es gut ist. Aber ich weiß nicht, ob ich mich jetzt super darüber freuen kann oder nicht. Okay, einfach mal einsammeln. Oh mein Gott, guckt mal, seht ihr das? So Creeper-Gesichter.
So, wir sind aber noch nicht fertig, denn ich möchte auch das Dynamit haben. Ich denke, dass wir jetzt fertig sind. Wolle? Auch nicht. Och Mensch, das war früher mal Wolle. Das ist ja doof. Och, wie doof. Auch das ärgert mich jetzt ein bisschen. Noch ein bisschen mit dem Boot rausfahren. Weil ich Angst habe, dass ich mich verlaufe, werde ich dann hinterher hier noch Fackeln anbringen. Halt, warte, das Boot war hier. Na, hier. Wir fahren jetzt also erstmal wieder zurück und ich werde ein paar Fackeln an den Strand anbringen, wo ich zu Hause bin, damit ich von Weitem schon sehen kann, dass ich dahin muss. Push-to-talk machen, habe auf die falsche Taste gedrückt, deswegen kommt das. Okay. Also, ich fahre jetzt ein bisschen rum und gucke mir mal die Gegend an und gleich kommen wir wieder zurück. Oh mein Gott, was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Oh mein Gott, seht ihr das? Oh mein Gott, was passiert hier? Oh mein Gott, was war das? Oh mein Gott. Wurde ich angegriffen? Ich fahr wieder zurück. Ah, das ist gruselig. Was ist los, ey? Mir kann ja eigentlich nichts passieren, aber ich bin ja im friedlichen Modus, ne? Oh, fuck. Krake. Erschreck mich nicht so. Alter. Hab ich mich erschrocken. Oh Gott. Ist was, ich steig mal aus und guck mir das mal an. Was war denn? Hier ist doch gar nichts. Oh mein Gott, was war das? Oh mein Gott, wie gruselig. Ich werde nach unten gezogen. Was war das? Ach so. Ach so, da ist Lava. Und das macht bestimmt so einen Strudel oder so. Oh mein Gott, wie gruselig. Schnell drüber. Nicht umkippen, sehr gut.
Das sind noch mehr Häuser. Warte mal, ich nehme mal hier die Spitzhacke und versuche von oben so reinzugehen. Ich hab's kaputt gemacht, scheiße. Oh, wie traurig. Aber dafür gehe ich gleich mal von oben so da rein und gucke, ob da eine Kiste ist. Okay. Da ist wirklich eine Kiste, aber ich habe das Loch nicht richtig getroffen, scheiße. Also nochmal hoch. Ich muss auch erstmal voll Sauerstoff haben. Dann mache ich die Kiste kaputt und dann kann ich schnell alles einsammeln, was da drin ist, ne? Okay, das ist der Plan. Und runter. Oh Gott, ich werde sterben. Scheiße, scheiße, scheiße. Ich hab's geschafft. Oh, ich muss wieder zurück, ey. Ich weiß nicht, was alles in der Kiste war. Ein goldener Helm. Cool. Plus zwei Rüstungen. Ist das geil? Was ist das? Prismakristall. Okay, keine Ahnung, was das ist. Haben wir noch irgendwas Interessantes? Was war das? Was war das? Ich fahr mal weiter. Oh, ich will nicht weiterfahren. Ich will mir das nochmal angucken, aber es ist so dunkel jetzt in der Nacht. Aber ich glaube, ich habe auch gerade irgendwo hier ein Schiff gesehen. Das würde ich mir auch nochmal angucken. Irgendwo hier. Cool wäre es ja, wenn man auch richtig so große Schiffe bauen könnte. Aber man kann ja nur so kleine Flöße machen. Seht ihr ein Schiff? Ich sehe gerade noch keins. Oh, das ist auch, weil es so dunkel ist. Was übrig. Oh, ich kann nicht alles mitnehmen. Scheiße. Ich muss was rauswerfen. Was werfe ich denn raus? So, erstmal das und... Ah, wie mache ich das denn jetzt beim Schwimmen? Scheiße, ich ertrink gefasst.
glaube, ich habe alles Interessante, ne? Ja, ich denke schon. Sehr schön, okay. So Leute, ich hab